Willkommen aus Frankfurt. Wir sind endlich bei dem Highlight der Messe angekommen hier von Panasonic, was die Fernseher angeht. Und zwar der DX904 wird es sein oder in Deutschland DXW904. Heißt, wir haben nicht nur ein großes und schönes Bild, sondern hier vor allem HDR der Premium-Variante drin. Also ihr könnt wirklich schöne Werte erwarten. 2020 sind bei 94% gegeben. Hier natürlich auch 4K-Inhalte oder 4K-Pro-Inhalte sozusagen dann entsprechend wunderschön dargestellt. Und nicht nur wunderschön dargestellt, das Design ist auch, wie ihr schon sehen könnt, sehr, sehr, sehr schön gehalten. Bis auf die kleine LED da unten, die mir nicht so wirklich gefällt. Aber ich glaube, Panasonic hat da, naja, bei den anderen Fernsehern einfach das ähnlich gemacht und dann hier sich da keinen großen Gedanken mehr gemacht. Natürlich ist der Fernseher nicht mehr ganz so dünn wie die 800er-Serie, dadurch, dass wir einfach sehr viele Local Dimming Points drin haben, 512, um es genau an der Zahl zu nennen. Natürlich noch nicht lang so viel wie bei OLED, aber dafür zahlen wir hier auch nicht mehrere 10.000 Euro, sondern nur ab die 5.000 Euro, glaube ich, wird es hier losgehen bei dem DX900, der aber auch ab sofort auf dem Markt auch erhältlich ist. Mit natürlich auch allen anderen Funktionen, die ihr bei den anderen Fernsehern gesehen habt, wie dem Firefox OS, dass ihr 4K-Inhalte gleichzeitig zum Beispiel 2 aufnehmen könnt und 2 streamen könnt über das Netzwerk mit einer bestimmten Festplatte von WD oder Buffalo, die ihr dazu kaufen könnt und so weiter und so fort. Also habt ihr wirklich sehr, sehr, sehr viele schöne Funktionen drin und vor allem das HDR Premium macht Spaß, wobei ihr das natürlich auch ausstellen könnt, ein bisschen dunkler stellen könnt, aber für ein brillantes Bild, so wie ihr einen Sonnenuntergang im echten Leben sehen würdet zum Beispiel, kann man das hier auf jeden Fall sehr gut ausnutzen. Und das war es entsprechend auch schon hier mit dem Panasonic Fernseh-Lineup, der wie ihr Serie für 2016. Das war der DXW904. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und tschüss.